Kunst und Politik. Und alle haben eins gemeinsam: wertvolle Tipps für Gründung und Karriere und für dich. Powered by Econoview. Eis, Milcheis, wer liebt es nicht? Vor allem, wenn die Sommerzeit kommt. Ich persönlich ja eigentlich das ganze Jahr. Als ich Ina vor circa einem Jahr getroffen habe, erzählte sie mir zum ersten Mal von ihrem Plan. Ina hat nicht nur eine besondere Vorliebe für Eis, Ina stellt es selbst her. Aus der Milch des väterlichen Landwirtschaftsbetriebs, dem Rossfelder Milchhäusle, den sie zusammen mit ihrem Vater bewirtschaftet. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Podcasts Mutig und klug fragt, Ina Zwicker von der Eismanufaktur Inas Eis. Zunächst mal habe ich mich informiert, was das Rossfelder Milchhäusle ist und herausgefunden, dass es sich um einen Betrieb am Fuße der Schwäbischen Alb handelt. Er besteht aus ca. 60 Milchkühen, betreibt einen Milch- und Lebensmittelautomaten und beliefert lokale Mühlen mit dem selbst angebauten Weizen. Ina ist studierte Agrarwissenschaftlerin und ist verantwortlich für das Herdenmanagement und den Automaten. Sie betreibt neben den Tätigkeiten auf dem Hof einen Instagram-Blog, der mir ihre Arbeit näher gebracht hat und gleichzeitig eine spannende Geschichte erzählt, nämlich die der Entstehung der Eismanufaktur Inas Eis. Ina, es ist mir eine ganz besondere Freude, dass wir uns heute über deine Geschichte unterhalten. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Gerne, schön, dass du da bist. Ina, ich habe gelesen, dass, wenn es nach dir ginge, ihr nur Blumen auf den Äckern anbauen würdet. Warum hast du dich für Eis entschieden und nicht für einen Blumenladen? Ja, nee. Weil ja, ich mit Blumen die Kühe nicht füttern kann. Nee. Mit Eis schon? Ja, tatsächlich. Mit Eis nicht, aber dann bleibt mir der Acker ja nur übrig, um das Futter anzubauen. Genau. Nee, aber ja, Blumen wären auch schön. Oder man baut ja auch mittlerweile diese Blühmischung auf Herbst hin an. Aber ja, genau, unsere Nachbarn machen das auch. Und dann hat sich das irgendwie nicht so ergeben. Okay, also das mit dem Blumenladen hat nicht geklappt, weil die Nachbarn das schon machen. Du stellst Eis her. Welche Eissorte machst du denn am liebsten? Ja, ich glaube, ich mache nur Sorten, die ich mag. Also sehr beliebt sind Haselnuss und Schoko. Und dann machen wir noch einen Joghurt-Heidelbeer, das ebenso auch sehr beliebt ist und oder die ich auch alle drei sehr gern habe. Und dann machen wir noch ein Joghurt-Eis, ein Zitroneneis, jetzt auf dem Winter auch ein Apfel-Vanille-Zimt, ein normales Vanille. Ja, also wir variieren ein bisschen. Ich habe auch 100.000 Ideen, was man alles machen kann. Aber wenn es mir echt selber nicht so schmeckt, dann mache ich es auch nicht so. Also wir hatten dann irgendwie Zwetschge-Zimt probiert und ich hatte auch schon Zwetschgen-Zimt-Eis irgendwo gegessen und ich war immer nicht überzeugt und ich konnte dann mich auch selber nicht dazu durchringen, das dann jetzt zu machen, weil das irgendwie, ja, das ist dann nicht das Gleiche. Und wie gehst du vor, wenn du ein neues Eis kreierst? Wem zeigst du das? Mit wem entwickelst du die Rezepte? Und wer sind die Kritiker? Deine Eltern, Freunde, dein Freund? Und zum einen ausprobieren tue ich es meistens mit einer Mitarbeiterin zusammen. Und genau, die nimmt das dann mit heim und ich nehme es quasi mit heim. Und ja, irgendwie, genau, mein einer Bruder und mein Vater und auch mein Freund, die probieren es dann. Und ich glaube, mein größter Kritiker ist mein Freund, der schimpft immer wegen irgendwas. Also es findet sich immer was, was noch nicht perfekt ist. Ja. Das ist natürlich der Klassiker. Was hat er denn zum Kürbiseis gesagt? Das ist ein Jet-Esser. Ich glaube, er hat auch nicht so viel davon gegessen. Aber also es ist ein gutes Eis, keine Frage, aber man muss halt dann auch Kürbis mögen. Ja, okay, das sehe ich ein, ja. Ich habe im Vorfeld ein bisschen auf deinem Instagram-Blog gestöbert und dort gesehen, dass ihr schon seit 2016 mit dem Gedanken spielt, ein fertiges Produkt zu erstellen. Das klang sehr nach einem Regalprodukt, also Grab and Go, würde man wohl sagen. Und du schreibst, Zitat, ihr wollt ein Produkt machen, das auch
die Wertschätzung bekommt, die es verdient. Woher kommt dieser Gedanke? Ja, also, wir sind ja hier im Milchviehbetrieb und ich würde mal sagen, wir sind immer da für die Kühe und wir produzieren ein gutes Lebensmittel, also Milch am Ende. Und dann ist hier noch so, wir liefern komplett an eine Molkerei ab, die alle 2 Tage bei Nacht einfach Milch abholt und quasi dann ist die nimmer wieder gesehen, die Milch. Also ich kann jetzt noch nicht mal jetzt sagen, keine Ahnung, auf das und das, weil da ist unsere Milch drin, weil ich weiß es am Ende einfach nicht richtig, weil die Molkerei produziert halt von bis Joghurt, Grießbrei, Trinkmilch, Kava, ich weiß nicht was alles, ja. Und dann hat man irgendwie so viel gegeben und kann dann noch nicht mal sagen, ja, das ist unser Produkt jetzt. Und 2016 ist eben die Sache mit dem Milchautomat entstanden. Und dann, da hat man ja dann, zwar nicht die ganze Zeit, aber doch, wenn man einen Kunden trifft, was also häufig vorkommt, hat man eben diesen Kundenkontakt. Und viele sagen dann, ja, oh, wow, voll toll, wir schätzen das so. Und wenn man weiß, wo es herkommt und das alles. Und das hab ich dann gedacht, naja, diese Rohmilchvermarktung hat halt einfach ihre Grenzen. Das geht nur hier ab Hof und solche Sachen sind da einfach, genau, es ist kein Regalprodukt am Ende. Und so habe ich dann gedacht, naja, irgendwas findet sich ja vielleicht noch. Es gibt ja auch Möglichkeiten, Joghurt, Trinkmilch zu machen, quasi, oder jetzt eben das Eis, genau. Wie erfahrt ihr denn normalerweise Wertschätzung für eure Produkte? Würdest du sagen, dass ihr das vor dem Eis oder vor den Produkten im Automaten gar nicht erfahren habt? Jetzt vielleicht nicht gar nicht, aber eigentlich jetzt, es gibt keine direkte Verbraucherrückkopplung. Also eigentlich keine Form davon. Nee. Also es gibt vielleicht eine Molkereiversammlung oder so, wo dann vielleicht der Molkerei sagt, oh ja, super, das Jahr war gut oder es war nicht so gut oder sowas, aber sonst nichts, nee, also man hat dann da einfach keinen Kontakt mehr. Und wir hatten auch sonst keine Kunden, die direkt kamen oder so, nee, gar nichts. Und das hat sich 2016 mit der Einführung des Automaten aber schon geändert? Genau, ja. Und das fand ich dann halt gut. Welche Produkte waren dann in dem Automaten? Nur die Milch quasi. Die Kollegen, die haben hatten quasi zuerst einen Eierautomaten und Obst und Gemüse da. Und wir kamen dann noch mit der Milch dazu. Und jetzt hat sich das halt immer weiterentwickelt, dass man noch Wurstwaren dazu hat. Und dann, ja, es kommt auch immer noch mal was Neues dazu. Öl oder aus der Region. Also hauptsächlich eigentlich Produkte, die wir dann irgendwie halt hier in der Region kaufen können. Oder eben zu kaufen können. Und eben mein Eis gibt es das auch. Also ihr kauft von regionalen Partnern die Produkte ein, die ihr nicht selber herstellt. Genau, ja. Jetzt habt ihr also euer Produkt und ihr habt direkte Rückkopplung zu euren Konsumentinnen und Konsumenten. Wie erlebst du das? Tatsächlich hat sich das jetzt auch nochmal erweitert quasi. Ich denke, der Kundenkreis, den wir jetzt halt ansprechen, ist größer geworden und damit sind auch mehr Rückkopplungen, genau, einfach da. Und es ist schon schön zu erfahren zum einen und es ist natürlich auch hilfreich, wenn einer sagt, naja, also an dem Eis würde ich jetzt noch das und das machen, also ich auch super, oder ich würde mir noch irgendeine Sorte wünschen, ist auch schön. Und ja, ich denke, es wird jetzt auch noch nachgefragt, das Eis, wir haben irgendwie jetzt November und es regnet und kalt, dann freue ich mich natürlich, weil das kommt, das heißt, es wird geschätzt oder es wird wahrgenommen, dass es ein gutes Produkt ist, so, ja. Würdest du sagen, dass du dein Ziel, ein wertschätzendes Produkt herzustellen, erreicht hast? Ja, doch, ja. Doch, ja. Das klingt gut. Ja, also genau, man ist ja dann nicht fertig, nur weil man dieses eine Produkt hat, aber auf jeden Fall ist das echt, also schon ein großer Schritt, das denke ich schon, ja. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wie der Werdegang der Idee war? Wie kommt man darauf, Eis herzustellen? Also ich habe
schon während dem Studium irgendwie so ein bisschen mit Eis so oder mit Direktvermarktung im Allgemeinen so ein bisschen überlegt und so, ja, das könnte man ja irgendwie machen und so. Und ich habe aber lange Zeit auch gesagt, wenn ich fertig bin mit dem Studium, dann wollen wir erstmal irgendwie mehr Platz und Stallgröße oder irgendwie sowas machen. Und ja, war auch im Studium auf einem Betrieb, die auch Eis produziert haben. Zwar viel kleiner, oder was heißt viel kleiner, aber auf eine andere Art und Weise, nicht mit EU-Zulassung und ja, einfach mehr so, nicht vielleicht jetzt, ich habe vielleicht schon das Ziel, dass ich einfach auch einiges an Eis produziere mit einer Mitarbeiterin und so, und die haben das eher so in der Familie gemacht und ja, es war jetzt da kein großes Standbein. Aber ich habe da einfach mal geguckt, wie das funktioniert und auch ein bisschen gelernt auf jeden Fall, was man vielleicht nicht machen sollte oder so. Genau, und dann, ich war aber auch viele Jahre irgendwie bei der Landjugend aktiv und ich bin jetzt auch schon einige Jahre nach dem Studium und habe das aber dann immer so, ach, wenn ich gar nicht weiß, wie ich das jetzt alles angehen soll, daheim irgendwie der Betrieb nicht groß genug für zwei Leute oder für zwei Familien oder wie auch immer man sagen will. Und dann, ja, so kam irgendwie eins zum anderen und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre das dann ja jetzt die Chance noch, solange mein Vater noch im Betrieb ist und auch da noch sein Geld verdient, noch was zusätzlich zu machen, vielleicht 10 Jahre oder so. Keine Ahnung, was in 10 Jahren ist, aber zumindest hat es jetzt wirtschaftlich betrachtet schon nochmal einen Zeithorizont, wo es sich noch lohnt, sowas umzusetzen. Und genau so, ja, ich weiß nicht, warum es am Ende Eis wurde. Das war dann so eine Bauchentscheidung. Es stand auch ganz lang Joghurt oder Kava oder sowas im Raum. Oder ja, kann man ja unterschiedliche Sorten machen, genau. Aber genau, Eis war dann noch so ein, das war dann noch so dieses, naja, das esse ich am liebsten Ding. Das heißt, du hattest schon früh Berührungspunkte mit dem Thema Eis und mit der Herstellung, was gut läuft und was schlecht läuft. Und ich habe verstanden, dass du danach oder aus diesen Erfahrungen heraus diese Kalkulation berechnet hast, ob sich das lohnt oder nicht. Wie geht man denn daran und in welchen Dimensionen rechnet man denn, wenn man einen Eisbetrieb eröffnet und an einen landwirtschaftlichen Betrieb angliedert? Ja, also ich denke, dass man so immer bei 100.000 Euro oder so auf jeden Fall liegt mit irgendeinem Umbau oder man muss ja diese Räumlichkeiten schaffen und dann die Maschinen dafür. Genau, da ist man gleich dabei. Aha, also ihr habt einen Stall umgebaut dafür und Maschinen angeschafft. Also wir haben ein Altgebäude, genau der ehemalige Anbindestall quasi, der ist schon lange nicht mehr in Nutzung quasi und den haben wir jetzt umgebaut. Genau, und dann die Voraussetzungen, damit ich meine Milch quasi verkaufen darf, in welcher Form auch immer, ob das nachher als Eis oder als Joghurt ist, ist eine Pasteurisierung, also das Hemmen von der Keimvermehrung, also durch eine Erhitzung. Genau, also habe ich auf jeden Fall den Pasteur, habe ich immer, egal in welche Richtung ich danach gehen will. Ja, und dann eben eine Eismaschine. Mir hatte man mal gesagt, dass es in Deutschland nichts Schlimmeres oder Schwierigeres gibt, als Medikamente und Lebensmittel zu produzieren und zu verkaufen. Mit welchen Auflagen wurdest du denn noch konfrontiert? Es ist tatsächlich so, in Deutschland ist echt sehr streng, auch mit der Rohmilch. Ich glaube, in Italien kann man die irgendwie überall kaufen und in Deutschland halt irgendwie nur so, naja, fast nirgends. Ja, genau. Und ja, es gibt da aber EU-Richtlinien dafür, also ne, und halt eine Lebensmittelhygieneverordnung. Und dann fängt man halt an, sich mit der Lebensmittelkontrolle und dem Veterinäramt da irgendwie ranzuwagen. Und es ist auch wirklich ein Glück gewesen, also diese Zuständigkeiten wechseln ja immer, aber der, wo da eben gerade für uns zuständig war, der war auch echt sehr, also offen für Neues, hat nicht gesagt, ach nee, das machen Sie nicht, lass mal split. Sondern der hat halt gesagt, oh ja, ich informiere mich mal, was muss man eigentlich alles machen? Und das ist schon auch viel wert gewesen, weil ich hätte es nicht gewusst oder ich hätte, ja, dann hätte ich mich an irgendeinen Verband wenden müssen oder so. Weil wenn man da niemand hat, den man ansprechen kann, dann sitzt man schon komisch da mit den ganzen Gesetzen. Also, ja. Gab es da auch Förderung von der EU? Ja,
Ja. Das gab, und zwar, das lief am Ende aber über das Landwirtschaftsamt, und zwar gibt es da auch Fördertöpfe für Diversifizierung von landwirtschaftlichen Betrieben. Also es gibt ja unterschiedliche, und da gibt es eben diesen einen Topf, der für solche Betriebsstandbeine gedacht ist und in den wir dann glücklicherweise auch reingepasst haben, ja. Mir wird die ganze Dimension von dem Vorhaben gerade so bewusst. Das waren große Umbaumaßnahmen da, die Anschaffung von Maschinen. Hast du einen Businessplan geschrieben? Ja. Also ich denke, das ist auch nicht auf vielen Betrieben so, dass das dann quasi, oder das ist auch ein bisschen der Förderung geschuldet, dass dieses ganze Unternehmen quasi auf meinen Namen läuft. Und das heißt, ich musste mich ja auch irgendwie um Geld kümmern, und für die Förderung braucht man einen Businessplan, und der ist vielleicht jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei irgendeinem Business Angel anklopfen will oder so, aber ja, ich habe davor auch noch nie einer geschrieben, also. Und das, was mich aber am meisten Nerven gekostet hat, war eine Baugenehmigung. Umbau und auch die Erweiterung von den Automaten. Da war ich sehr blauäugig, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Von was bist du denn ausgegangen, was sich nachher als blauäugig entpuppt hat? Naja, also wir sind ja mit diesen Automaten, vielleicht jetzt 4 Stück, halt bei uns auf dem Grundstück. Und wir sind zwar Außenbereich, aber irgendwie halt doch mehrere Betriebe, und es fühlt sich jetzt nicht so an wie auf der grünen Wiese hier. Und ich habe da mir halt so grob überlegt, wie das nachher aussehen soll, und bin zum Architekt und zum Bauamt marschiert und habe gesagt, so soll das aussehen oder so ähnlich, eigentlich mir egal. Hauptsache die Automaten, da stehen die Kunden nachher trocken und die Automaten frieren nicht ein und kriegen nicht zu viel Sonne ab halt. Ja, das war ja mein Plan. Und dann kamen von 5 Ämtern oder so Einsprüche, wo ich auch dachte so, oh Gott, ich war doch vorher dort. Aber ja. Also es ist halt einfach Außenbereich, da kann man mit Baugenehmigung, mit allem rechnen. Und ja, für mich war das halt so unverständlich, weil wir reden ja jetzt nicht von einer 100 auf 100 Meter Halle, sondern halt so von 7,5 auf 2,5 Meter. Und da bin ich dann halt, ja, da ist bei mir Kosten und Nutzen irgendwie, oder Aufwand und Nutzen war da jetzt irgendwie, ja, das verstehe ich halt nicht. Wie lange war dieser Prozess insgesamt von Ina geht zum ersten Mal aufs Amt und Genehmigung ist da? Also ich habe nach einem Dreivierteljahr haben wir die Teilbaugenehmigung für einen Umbau, für das Eislabor bekommen. Ja, und jetzt bis zur Genehmigung von dem Automatenhäusle oder wie auch immer man es nennen will, 1,5 Jahre oder so. Also ich muss auch sagen, da habe ich auch zwischendurch einfach mal gesagt, okay, ich brauche jetzt 2 Wochen Entspannung, weil sonst. Ja. Kriege ich die Krise sozusagen. Ja. Ja, ich habe im Mai auf deinem Blog gelesen, vieles habe ich mir vorgenommen dieses Jahr 2020. Gestartet hat noch gar nichts. Gelernt habe ich trotzdem schon mehr, als wenn ich diese Reise niemals begonnen hätte. Wenn du dich in diese Situation im Mai zurückerinnerst, an was hast du da gedacht? Was ging dir da durch den Kopf? Ja, also Mai war eigentlich mein eigentliches Ziel, oder zumindest hatten wir mal anberaumt, dass wir ungefähr im Mai dieses Jahr mit dem Eis starten wollen. Und es wurde ja dann September, also ein bisschen später. Aber genau das hatte ich damit halt gemeint, und natürlich, also es war irgendwie, also zumindest für mich, ein bisschen so überraschend mit Corona, nicht weil das mich jetzt wirklich betroffen hätte, aber weil ich es irgendwie halt auch nicht auf dem Schirm hatte und wir noch so überlegt hatten, ob wir mehr von dieser Baustelle fremd vergeben wollen, also ob mehr quasi über Bauarbeiter laufen soll und weniger über uns. Und am Ende war es aber so, dass man keine Chance hatte, irgendwen zu bekommen. Also der irgendwie hätte irgendwas machen können. Und so war am Ende einfach so, ich habe quasi Stall und alles, was sonst noch so anfiel, gemacht. Und mein Papa war den ganzen Tag auf der Baustelle und hat quasi da geschuftet, dass das Eislabor irgendwann fertig wird. Und ja, ich glaube, erstens, ich
Eigentlich genauso wie bei diesem Bauantrag. Egal wie, ich weiß schon, wie es aussehen soll. Und fertig soll es bitte auch schon sein. Da war ich halt dann genauso. Also, ja. Und deswegen ging es mir halt einfach nicht schnell genug. Aber am Ende, ich meine, es kommt nicht drauf an, ob es jetzt klar ist, Eisen, Sommerprodukt. Aber am Ende war es jetzt okay, so wie es gelaufen ist. Und alles halt in Eigenleistung. Ja, das klingt so. Vor allen Dingen die Ausführungen, wie ihr den Kuhstall umgebaut habt, haben mir den Eindruck gegeben, da sind sehr viele Menschen beteiligt gewesen. Wie viele Menschen in deinem Umfeld fühlen sich denn jetzt Teil des Projekts Inas Eis? Wahrscheinlich viele. Ja, also mein Kleinstadtbruder, der ist Elektriker, der hat natürlich den Teil übernommen und ich habe zwei jüngere Brüder, aber quasi der mittlere von uns, der hat ein Bauunternehmen, ich glaube, man würde es so sagen, ja. Und die haben quasi die Bodenplatte mitgestaltet, also da hat es Stufen drinne und die mussten halt raus so und haben da mit dem Bagger gemeißelt und mein Papa hat den Innenausbau übernommen und dann habe ich noch diverse Freundinnen, die sich bei den Rezepten noch einmischen und meine Mama ist dann auch noch da, wenn Not am Mann ist, oder meine Oma. Also von daher, also ich meine, ich habe einen Ganztagesjob eigentlich und habe jetzt auch noch das Eis oder was heißt auch noch, sondern ich habe eigentlich schon auch schon was zu tun und deswegen, also wenn ich jetzt nur Eis machen würde, würde ich vielleicht auch mehr alleine machen oder auch mehr selber machen, aber so muss ich es echt schon auch verteilen und ich muss auch irgendwie Ressourcen schon bei mir oder nicht nur bei mir, sondern es einfach auch ein bisschen, ja. Du bist aber schon die Bauleitung gewesen und die Projektleitung. Ja, ist schon so, dass ich habe es mir überlegt und wahrscheinlich wird es auch sonst hier niemand machen wollen. Es ist schon so, dass es dann irgendwie am Ende schon mein Projekt war, weil ich es mir so überlegt hatte und ich das gut finde und es auch einfach mein Ding ist, so quasi. Ich glaube, mein Papa wollte jetzt kein Eis verkaufen einfach. Das wäre jetzt nichts für ihn. Und trotzdem hat er ja die ganze Zeit auf der Baustelle geschuftet. Das heißt, du hast ihn ja dennoch von deinem Projekt überzeugt. Ja, das stimmt. Aber sowas kommt aber schon auf den Weg. Jetzt am Anfang hätte ich jetzt nicht gesagt, dass er total überzeugt ist. Und jetzt ist er es aber, oder? Ja, ich glaube schon doch. Also wir sind da jetzt vielleicht nicht so die ganze Zeit im Austausch, was er so gut findet, aber doch. Okay, ja, es ist manchmal undurchsichtig, was Väter denken. Wenn du auf dieses Projekt zurückblickst, würdest du sagen, dass es ein unschlagbarer Vorteil ist, eine Eismanufaktur an einen Landwirtschaftsbetrieb anzugliedern? Und wenn ja, was sind denn die Vorteile, die du da siehst? Gegenüber anderen landwirtschaftlichen Betrieben quasi? Ja, oder gegenüber denen, die keinen landwirtschaftlichen Betrieb haben. Quasi Eismanufakturen ohne landwirtschaftlichen Betrieb. Ja, also ich denke schon, dass es auch mit ein Kaufgrund ist, zu kaufen, wenn man weiß, wo es herkommt. Das denke ich schon. Oder es ist jetzt vielleicht nicht unschlagbar, weil es andere auch machen können, aber es ist trotzdem, glaube ich, nicht so einfach. Also wenn ich sage vom Bauernhof, dann impliziert es ja schon, dass die Produkte von oder die Zutaten halt von mir oder zumindest von der Region kommen. Und ich glaube, da tut sich jemand anders mit der Botschaft einfach auch am Ende schwerer. Also ich kenne unglaublich viele, oder was ist unglaublich viele, aber ich habe jetzt auch schon einige Cafés oder so gesehen, die sich auf so regionale Sachen spezialisiert haben. Ist ja toll, aber das muss man erstmal kommunizieren. Und eure Kommunikationsstrategie, die baut darauf auf, dass es eure Milch ist, euer Produkt, nach dem Motto, wir wissen, was drin ist, also wisst ihr als unser Kundenkreis es auch. So quasi. Ja, würde das Sinn machen. Kommunikationsstrategie ist eigentlich die perfekte Überleitung. Ich habe auf eurer Webseite geschaut und mich halt kringelig gelacht. Du bist ja eine leidenschaftliche Bloggerin und du machst auf Instagram hochwertigen Fleckvieh-Content. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du leidenschaftlich bloggst auf Instagram?
Ja, das war so. Wir hatten da 2016 den Milchautomat dahingestellt und wir hatten eine unfassbar große Kanne Milch da drin stehen. Ich glaube, sie konnte 40 Liter Milch vorhalten. Und wir hatten dann diesen Milchautomat fertig. Und dann habe ich gesagt, ja, und wie wissen jetzt die Leute, dass die überhaupt hierher kommen müssen? Und dann sagt mein Papa, ja, jetzt mach's halt mal in Facebook. Also, gesagt, getan. Und also es ist wirklich so gewesen, wir haben das da reingemacht. Oder es war auch nicht so, dass ich jetzt Facebook für mich ein Fremdwort war, sondern ich bin da schon auch gerne unterwegs gewesen und auch so, genau, ein bisschen geübt wahrscheinlich. Und haben das dann, also ich habe mir schon auch was dabei gedacht, habe dann so ein Business-Account für Google gemacht und so einen Standort und sowas und habe das alles verknüpft, so gut wie es geht. Und die Kollegen hatten zuvor ihre Automaten nicht ganz an der gleichen Stelle, aber fast. Und die hatten Anfang halt in der Woche den Umsatz, den wir dann zeitweise an einem Tag hatten. Und wir sind jetzt auch schon weit drüber hinaus. Also ja, und irgendwie, wenn man es halt anfängt, muss man es dann halt auch voll treiben. Also das kann man dann nicht irgendwie lassen, denke ich. Also das habe ich mir vielleicht da jetzt auch nicht so ausgedacht, dass ich dann noch, was haben wir jetzt, 2020, auch noch jeden Tag denke, oh, ich glaube, es ist nichts in meiner Story drin, sollten wir mal wieder und so. Aber am Ende mache ich schon auch unfassbar gern Fotos. Und irgendwie, manchmal ist es ja auch lustig und macht einen blöden Spruch oder was, was vielleicht auch irgendwie, ja, irgendwie, wie das, was du eben zitiert hattest, das waren ja dann schon auch irgendwie Sachen, die ich da so ein bisschen ausgekoppelt hatte, so, was beschäftigt mich eigentlich gerade? Und also es macht mir einfach auch schon mal Freude, also es ist dann schon so. Und genau, was ich halt damit auch noch super machen kann, ich habe halt diese direkte Ansprache, die ich jetzt, ja, also ich kann eine Zeitungsanzeige schalten, das wären meine Alternativen zum Bloggen, sage ich jetzt mal. Aber auch die vielen jungen Leute, die kriege ich halt da. Und ich habe auch noch gleichzeitig zwischen, also abgesehen von der Kommunikation zum Kunde, auch einfach eine allgemeine Kommunikation von der Landwirtschaft nach außen. Also jetzt nicht jeder freut sich, einen Landwirt zu treffen, weil es gibt auch genügend Vorurteile. So. Welche Vorurteile hast du da so im Kopf? Ich bin jetzt ja vielleicht auch nicht so der Bauer. Wie man sich den vielleicht so vorstellt, so ein bisschen, weiß ich nicht, Hinterwäldler oder so. Aber ich denke halt, es gibt auch viel Unwissen, was auf den landwirtschaftlichen Betrieben einfach passiert. Also da gibt es ja von bis, dass Tiere nicht ordentlich gehalten werden und dass Gülle Umweltverpestung ist und. Und ich denke, es ist auch immer noch schwer genug, das überhaupt über so eine Plattform rüberzubringen, wie die Zusammenhänge dann am Ende sind. Aber man kann zum Beispiel schon dann auch begründen, wieso das jetzt gemacht wird. Also ich muss sagen, ich habe durch deine Blogs, durch deine Geschichten, die Stories, die du dort geteilt hast, einen ganz tiefen Einblick bekommen in das, was du tagtäglich tust. Und da habe ich auch den Eindruck bekommen, dass es seine Mission ist oder eben sein könnte, zu erklären, was dort passiert, einen Einblick zu gewähren. Würdest du sagen, dass das deine Mission ist? Ja, also auf jeden Fall. Mir ist schon, also ich bin von Haus aus vielleicht mehr der Tierhalter wie der Pflanzenbauer. Deswegen gibt es da sicherlich auch viel mehr Wissen, das ich da so teile. Aber ich glaube, so eine große Furcht ist einfach auch, irgendwann mal macht jemand irgendwelche komischen Fotos von meinem Stall und stellt die ins Internet und sagt dann, so schlimm ist bei denen. Und wenn ich das aber halt schon, also wenn ich zumindest schon mal ein paar Fotos drinne habe, dann ist ja schon mal klar, so schlimm ist nicht jeden Tag bei denen, ja. Also es kann ja immer mal was Schlimmes sein oder weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich kann dann schon mal jemand mitnehmen und sagen, wir tun unser Bestes oder wir geben jeden Tag unser Bestes am Ende. Und manchmal reicht es halt nicht, aber auf jeden Fall kann ich da schon mal denen einfach eine Brücke schlagen, würde ich sagen. Bekommst du viele kritische Rückmeldungen über den Instagram-Kanal als Antwort auf deine Stories zum Beispiel? Drittes Jahr, manchmal irgendwie auch, ich sag mal so, irgendwie unüberlegt oder halt irgendwie so nachgeredet, sag ich jetzt mal, ohne dass es in dem Kontext steht oder so. Das finde ich dann einfach, da kann man dann schnell auch irgendwie aufklären oder halt ins Gespräch kommen, wie auch immer. Das ist super, dass es extrem war, irgendwie extrem kritisch habe ich einfach noch gar nichts. Bin ich auch dankbar drum. Also, genau.
weil es ist dann auch schon so, es steckt dann auch schon auch echt viel Herzblut drin. Und wenn man dann, also manchmal liest man ja auch irgendwo auf anderen Seiten irgendwas und denkt man so, Gott sei Dank, da muss man sich dann auch abgrenzen können. Und ich weiß nicht, ob ich das am Ende so gut kann. Hattest du denn eine Beratung in Richtung Marketing und Strategie? Nee. Ich habe mal mich mit einer PR-Agentur auseinandergesetzt, oder ich hatte da mal Kontakt und habe da mal ein bisschen zusammengearbeitet, aber tatsächlich nur sehr kurz und irgendwie jetzt auch nicht so zielführend für mich. Irgendwie, ich kann auch irgendwie einfach nicht mein Instagram planen. Also es ist unmöglich. Ich bin so ein, oh ja, ich habe heute Lust auf einen Post-Tipp und mache dann einfach irgendwas. Oder ich gucke, was ich vor 3 Tagen für ein Foto gemacht habe oder so. Kann ja auch mal sein. Geplant ist das alles nicht. Also ich überlege mir ab und zu schon, was man denn jetzt noch machen könnte. Oder ganz lang will ich eigentlich auch schon mal meinen Melkroboter irgendwie abfilmen. Aber das ist irgendwie am Ende nicht so einfach und drum ist auch noch nie passiert. Ja, also es klingt ein bisschen so, als hätte man dir diese Gabe in die Wiege gelegt. Die Person, die dort ist, die ich bei Instagram sehe, die bist du, wenn man den Begriff authentisch benutzen will, vielleicht das oder ganz realitätsnah. Und man hat dir nicht gesagt, mach eine Story oder dich beraten oder gecoacht. Du hast Bock auf eine Story und du machst es einfach. Die Person, die ich dort sehe, die bist du. Ja. Die Frage, die mir da gekommen ist, ist, ob dein Vater wohl auch Instagram hat. Ja. Okay, ja. Hatte er es vor dir oder nach dir? Ja, wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, vielleicht mal gucken, was sie da so reintreibt. Also vor mir hat er es nicht gehabt. Okay, und was hält er davon? Ich meine, wir haben ja eben schon gehört, dass er der Anstoßpunkt war mit stellst es halt mal auf Facebook. Aber was hält er von den Bildern, von den Stories, die du da machst? Was sagt er? Also hat sich jetzt noch nie beschwert, aber er wollte jetzt auch noch nie mit drauf sein so richtig. Also am Ende muss man, glaube ich, wissen, so typenmäßig sind wir schon auch sehr weit voneinander weg. Also sonst würde es, glaube ich, auch nicht funktionieren. Ich überlege mir was und er muss es dann machen. Also das muss man auch erstmal abkönnen, so quasi. Aber also wir sind einfach auch oft überrascht. Also wenn wir, wie viele Leute es erreicht oder sowas, das sind wir dann. Also die sind, mein jüngster Bruder und mein Papa, die sind quasi in dieser, also es gibt ja diese Redaktionsfunktion auf diesen Seiten, wenn man sich da ein bisschen genauer auskennt. Die können zwar, glaube ich, irgendwie nichts ändern, aber könnten was posten, wenn sie Bock hätten. Das könnten sie ja machen, aber es macht irgendwie keiner, weil die denken sich, das macht ja Dina, das reicht ja dann. Aber bisher haben sie sich echt noch nie beschwert. Spiegelt sich das wieder in den Absatzzahlen? Also ich hatte beim Bachelor einen Besuch von einem Stuttgarter Influencer, aber ich kann mich jetzt nicht empfinden, wie der hieß. Tut mir leid, falls der das jemals hört. Auf jeden Fall, die ganze Woche hat mir die Milch nicht gereicht und ich bin nicht so verpeilt, dass ich dann nicht check, dass ich da mehr hin tun muss, aber auch meine Kapazität ist auch mal am Ende. Und ich hatte die ganze Woche so wenig Milch und ich weiß nicht, vielleicht lag es daran, vielleicht nicht. Also ich kann es nicht sagen, aber ich denke schon, dass es auch, also so Sachen wie, heute gibt es die und die Sorte oder manchmal kommen, also gerade Eissorten, da habe ich das angefangen. Zu Anfang hatte ich nämlich nicht immer von jeder Sorte oder habe ich auch jetzt immer noch nicht immer jede Sorte immer vorrätig. Hat auch mit den Shakern vom Automat zu tun und unterschiedliche Sachen einfach. Aber da kommt dann schon auch öfters mal die Nachfrage, kommt heute die oder die Sorte? Es ist schon so, dass man da einen Kontakt hat und wer auch funktioniert, auch wenn ich kann es nicht direkt nachkontrollieren. Aber auch diese Größe, wo dieses Roswelder Milchhäusle jetzt angenommen hat, die hätten wir nicht, wenn wir jetzt keine Werbung machen würden. Oder ich würde es jetzt noch nicht mal groß als Werbung in dem Sinne bezeichnen, aber zumindest uns da so öffnen in dieser Form halt. Naja, ihr stellt dich als Person, aber auch die Familie und die Tiere natürlich sehr in den Mittelpunkt der Vermarktung. Ist es so, dass jetzt schon Leute auf dich zukommen, wenn du irgendwo bist und sagen, ey, ich kenne dich auf Instagram? Ja, also das kommt jetzt immer mehr. Also wenn ich vorne bin und mein Eis heißt ja auch wie ich, also das ist auch so eine Sache. Und dann sagen, also das sind wirklich
so ein kleines Mädchen. Und die hat dann gesagt, hey, und du bist die Ina? Ja. War super herzig. Und klar, natürlich, ein paar haben dann auch gesagt schon, ah, witzig, wenn man sich dann mal in echt trifft. Mein Problem ist aber halt riesig, weil ich von diesen Profilbildern nicht auf die Person, die dann vor mir steht, irgendwie schließen kann. So gut ist mein Gesichtergedächtnis einfach nicht, oder so gut sind die Profilbilder auch manchmal einfach nicht, ja. Aber das ist dann tatsächlich fast ein bisschen ungeschickt, dass ich da nicht so richtig die Verknüpfung dann herstellen kann zwischen, der hat mir irgendwie vorgestern geschrieben, das Bananeneis ist irgendwie gut oder schlecht oder was auch immer, und der steht jetzt auch vor mir. Das ist ein bisschen doof, aber an für sich ist es auch schön dann zu sehen, dass die Leute dann auch wissen, wo sie einen hin tun müssen, oder? Jetzt das ziemlich genau wissen, wo ich herkomme. Was geht dir durch den Kopf, wenn du deinen Namen auf dem Deckel von deinem Eisbecher siehst? Keine Ahnung. Es ist so ein Ding, ich weiß nicht, also was ich euch jetzt quasi nicht so richtig verraten habe, ich habe zwar keine Marketing-Schulung in dem Sinn gemacht, aber ich war auf einer Gründerschulung über die Landfrauen war das tatsächlich, und da hatte ich voll lang mit meinem Logo und meinem Namen gehadert, also wochenlang, weil es gibt ein Franchise beim Bauernhof Eis und die haben die Rechte halt auf diesen Titel Bauernhof Eis, und dann war irgendwie, ja, es gibt ja dann so ein paar Sachen, die halt dann nicht so für einen Namen sprechen. Zum Beispiel Roswelder Milcheis ist halt irgendwie für Nicht-Roswelder nicht so der optimale Name. Und es sollte irgendwie die Region oder irgendwie halt dieses Regionale implizieren, aber halt irgendwie dann auch nicht Landeis wie Landei heißen. Und irgendwie, ja, irgendwer hatte dann mal diese... Eventuell ich weiß nicht mehr, wer die Idee mit Inas Eis hatte. Aber weil es halt auch so schön kurz ist, ist dann einfach, es war dann echt so, hätte mir das wahrscheinlich vor 2 Jahren jemand vorgeschlagen und gesagt, naja, dann heißt halt dein Eis wie du. Und dann hätte ich gesagt, ja, genau, das machen wir jetzt nicht. Aber ja, da muss man dann halt auch irgendwie auf sich selber klarkommen, oder? Sonst kann man sein Eis nicht wie sich selber nennen. Und du hast in den letzten 2 Jahren einen Sinneswandel gehabt und kommst jetzt auf dich selber klar? Oh, das war jetzt eine weiß ich nicht, ob die Formulierung so treffend war, aber nee, ja, also ich glaube, manchmal entwickelt man sich ja dann im Leben doch ein bisschen weiter und nimmt sich dann vielleicht selber nicht so ernst und kann dann auch über dieses, also es steht ja jetzt nicht da drauf, weil ich davon überzeugt bin, dass ich so toll bin, sondern einfach, weil ich denke, naja, der Name passt zum Eis oder wie auch immer. Naja, mir kommt es eher so vor, als ob du dafür stehst, was du dort tust. Du stehst für dieses Produkt. Vom Rezept generieren über das Marketing, die Vermarktung auf den sozialen Kanälen. Nebenbei schreibst du Bauanträge und delegierst und managst da eine komplette Baustelle oder ein Umbauprojekt. Welcher Name außer dein Name sollte auf diesem Eisbecher stehen? Ja, also ja, lieben Dank. Aber also ja, am Ende, ich mache das nicht alleine, auch wenn das jetzt vielleicht meine Sicht auf die Dinge war, aber am Ende, ich mache es ja nicht alleine und trotzdem natürlich war es irgendwo meine Idee und ja, so hat sich das dann irgendwie voll ergeben. Und es macht schon auch Sinn und genau, ich finde schon auch, dass es die Dinge sind, für die ich stehen würde. Bist du dir manchmal unsicher mit dir oder mit dem Produkt, und oder in den letzten 4 Jahren gab es da Punkte, wo du gesagt hast, jetzt schmeiß ich hin, es reicht? Ja, wo fange ich an? Also zum einen ist natürlich, ich war nach dem Studium auch noch eine Zeit lang im Geschäft, zwar nur halbtags und so, aber ich habe das voll genossen. Da hatten wir auch, es war ein Landtechnikbetrieb und ich hatte da unglaublich viel Menschenkontakt und am Ende hatte ich das hier nicht mehr. Also ich irgendwie gekündigt und war daheim und dann kam auch noch irgendwie Corona und dann sieht man niemand mehr, ja.
Und dann denkt man sich schon, ist dann vielleicht das Topf der richtige oder so. Solche Sachen gibt es natürlich schon. Also, oder auch, weil ich bin eher so ein, ja, mir fällt irgendwie, ich habe irgendwie eine Idee und dann will ich die machen und keine Ahnung, bin da so irgendwie so furchtbar umtriebig, aber dafür mache ich alles nicht so mega genau und ja, das an manchen Stellen fehlt das dann. Also so eine Dokumentation in der Eisproduktion treibt sich dann halt auch nicht von alleine und ich muss es dann halt machen und obwohl ich vielleicht schon tausend andere Sachen wieder im Kopf habe, da denkt man ja dann schon, also das muss ich vielleicht mal zusammenreißen was oder ja. Da, also man hat ja dann halt einfach so auch so seine Schwächen, an die man dann auch gerade, wenn man irgendwie viel hat und wenn man oder viel Neues oder ungeplant oder ich weiß nicht, vielleicht macht mir ungeplant, macht mir wahrscheinlich noch am wenigsten aus, aber halt, wenn irgendwie was überhaupt nicht funktionieren will, dann denkt man sich schon, ja, war mal wieder zu ungenau. Geht da die Selbstkritik auch ein bisschen mit dir durch? Ja. Ja, also es gab schon auch so Situationen, wo ich dachte, da habe ich jetzt, also da tue ich mich auch echt immer selber ein bisschen zu sehr. Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, ist dann vielleicht auch tagesformabhängig. Ja, und dennoch ist es ja schon ziemlich viel, was du dort parallel tun musst. Auch die Hauptsaison der Eissaison fällt ja in die Saison, die euch als Landwirte schon sehr beansprucht, nämlich die Heusaison. Und da habe ich mich gefragt, ob du für andere und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht Tipps hast, wie man sich da organisiert oder wie man mit dieser Situation umgeht. Wie organisierst du dich? Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Naja, also ich weiß nicht, ob das so der ultimative Tipp ist, aber also man kann nicht alles haben. Also ich kann jetzt nicht in der Eissaison mich mit 100 Freunden treffen oder 100 habe ich auch nicht, aber also oder ja, also ich kann einfach, ich muss irgendwo Abstriche machen und das fängt vielleicht schon da an, dass ich abends zur Wohnung heimkomme und außer duschen nichts mehr tue, duschen und essen und das hört da auf, dass ich, wenn, weiß ich nicht, ein Geburtstag ist vielleicht noch ein kleineres, oder das würde ich wahrscheinlich immer irgendwie möglich machen wollen, aber also jetzt viel mit, wir machen zwei Wochen vorher was aus, ist halt nicht. Also zum einen ist die Landwirtschaft ja schon so wetterabhängig und wie jetzt die nächste Saison bei mir läuft mit Eis noch dazu, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Also klar ist, dass ich auf jeden Fall mehrere Leute habt, die mir bei der Eisproduktion, also Eis kann man nicht allein produzieren, da muss man sowieso immer zu zweit sein, aber dass ich auch einfach versuche, jedem da irgendwie ein bisschen Handwerkszeug an die Hand zu geben, dass es im Notfall vielleicht bis zum Sommer auch mal ohne mich gehen kann. Also jetzt nicht als Dauerlösung, aber als Notlösung. Und ja, wenn, keine Ahnung, was jetzt auch schon irgendwie öfters vorkam, ist halt, ich stehe in der Eisproduktion und irgendwer ruft an, der mich automatisch leert, ist halt dann so eine Sache, ich kann ja nicht überall sein. Ja, da muss ich mir dann kurz, muss ich auch kurz durchatmen und sagen, okay, du machst das und dann ich komme oder so irgendwas. Also was halt überhaupt nichts bringt, ist anfangen, sich Stress zu machen. Also ja, okay, das klingt nach klarem Erwartungsmanagement, aber auch klarer Delegation. Alle wissen, was sie zu tun haben. Und es wird eine stressige Zeit, wir wuppen das aber gemeinsam und wir können nicht alles haben. Und das, was wir machen, machen wir alles nach der Reihe in Ruhe. Ja, so muss es dann sein, ja. Und es bringt dann auch nichts, irgendwie einen Putz zu haben, dass man ja so viel zu tun hat, weil es ändert dann auch nichts. Also das hat man sich ja dann noch zusätzlich selber eingebrockt, aber ich denke, ja, genau. Ich habe noch eine Frage zu dem Gründerseminar von den Landfrauen, wo du warst. Was war das für ein Seminar und was hast du dort gelernt? Also, es war ein Seminar nur für Frauen, die
gerne gründen wollen. Und das war auch schon, ich hatte, glaube ich, sogar schon gegründet quasi und ich hatte schon viel vorbereitet so. Und trotzdem hatte ich dann so, ich hatte die Zusage für die Förderung und es war schon geklärt, wie viel es kosten würde und so, solche Sachen halt. Aber manchmal, also manchmal bin ich dann, also Lebensmittelproduktion, da muss man sich, glaube ich, im Klaren sein. Da muss man dann schon mit einem ganz spitzen Bleistift rechnen. Da kann man nicht irgendwie so nach der ersten Nachkommastelle aufhören beim Rechnen. Und ich war mir dann wirklich nicht sicher, ob ich das richtig gut kalkuliert hatte, auch weil ich zuvor nie so ein Regalprodukt kalkuliert habe. Also das war nicht Schwerpunkt von meinem Studium und dann war ich da irgendwie schon so, also ich würde mal sagen, die also bei der Förderzulassung und so, da war auch eher so, Frau Zwicker, sind Sie sich jetzt wirklich sicher, dass Sie was mit Eis machen wollen oder wollen Sie nicht lieber was anderes machen? Okay, wie ermutigend. Und dann kann man ja vielleicht zu Anfang immer noch sagen, ja, ich bin mir sicher, aber vielleicht nackt es dann am Ende doch an einem und dann weiß man ja auch, was man vielleicht selber nicht so gut kann. Und dann ist einfach nochmal gut, weil man setzt sich da mit anderen Leuten zusammen und es hat mir auch irgendwie unheimlich viel gebracht. Zum einen zu sehen, wo stehen vielleicht andere und wo steht man selber und zu sehen, okay, dann wird es ja vielleicht doch noch laufen und auch einfach so viel Inspiration zu kriegen. Also es waren nicht alle von dem landwirtschaftlichen Betrieb, nee, ich glaube, es waren sogar die wenigsten, aber den Kurs haben schon auch welche mitgeprägt, wo einfach auch schon ein paar oder die hatten einfach schon gastronomische Erfahrungen und solche Sachen und davon habe ich natürlich auch mit meinem Projekt dann einfach viel mitnehmen können. Also, was war das Wichtigste, was du dort gelernt hast? Wichtigste? Also die Kalkulationen waren auf jeden Fall so, zumindest fachlich betrachtet oder halt wirtschaftlich betrachtet, auf jeden Fall nochmal gut und wichtig, dass da jemand drüber geschaut hat und mir da nochmal so ein bisschen Sicherheit gegeben hat. Und auch vielleicht sind es dann auch am Ende die Kleinigkeiten. Das heißt, du bist da mit deinem fertigen Businessplan hin und wolltest dir einfach nochmal ein Feedback holen von den Seminarleiterinnen und den Coaches, was die dazu sagen. Genau, ja. Und die Coaches oder eben auch die Teilnehmer, die haben ja auch häufig einfach auch einen anderen Blick drauf und ist dann nochmal irgendwie ganz gut, wenn man da nochmal jemand hat, der irgendwie auf einen anderen Blickwinkel schaut, mit einem anderen Blickwinkel drauf schaut. Und was mir auch, glaube ich, einfach nochmal was gebracht hat, die waren alle schon auch, nicht alle oder wie auch immer man sagen will, aber auch das, was ich bis dato hatte, war jetzt auch nicht nichts. Und das wurde mir dort auch nochmal bewusst, dass ich auch ja schon, trotz dass ich quasi noch beim Arbeiten war, keine Ahnung, noch schon einiges hinbekommen habe. Also der Vergleich mit den anderen, der hat dir eigentlich gezeigt, ich bin ganz gut unterwegs und der hat dir nochmal Selbstsicherheit gegeben. Ich würde jetzt nicht sagen, der Vergleich, aber das Feedback am Ende, man gibt sich ja irgendwie in so Seminaren dann doch auch irgendwie immer so, das so habe ich das noch nie betrachtet, voll gut, dass du das so gemacht hast. Und selber war es total klar, dass das jetzt so sein muss. Und ja. Würdest du sagen, dass du als Person und das Projekt und so wie du das gemanagt hast, als Vorbild dienen kann für andere? Ja, schwierig zu sagen. Also ich überlege gerade, ob ich das, also ich müsste das jetzt nicht unbedingt sein, aber sicherlich, wenn ich jetzt so zurückdenke, keine Ahnung, ich hätte mir vielleicht mit 16 sowas schon als Vorbild genommen, aber jetzt aus meiner Perspektive würde ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Vorbild nehmen. In solchen Gründungsseminaren gehe ich davon aus, dass auch Geschäftsstrategien besprochen werden, welche Kundensegmente man hat, ob man Business-to-Business macht oder Business-to-Customer. Und ich hatte auf deinem Instagram-Blog auch gelesen, dass du Cafés und Restaurants in der Gegend suchst, die dein Eis verkaufen wollen. Bist du da schon fündig geworden? Genau.
Das mit dem Eis ist so eine Sache. Also man kann jetzt nicht nur so 5 Liter am Tag verkaufen und ist damit wirtschaftlich. Also das muss man einfach klar so sagen. Und drum komme ich mit meinem Automat einfach irgendwann an Grenzen und habe mir das dann so als genau überlegt. Und ja und nein, also ich hatte ein paar Anfragen von Cafés, die jetzt zu haben natürlich. Und ja, aber ich denke da, also ich denke, kommen auch wieder. Und ein Hofladen ist auf jeden Fall schon dabei. Und eigentlich war es mein ganz großes Ziel, irgendwie so an Rewe oder sowas zu verkaufen. Aber im Moment ist das, glaube ich, noch nicht so ganz, meine Produktion noch nicht so ausgereift, dass ich das wirklich umsetzen kann. Also es muss ja einfach dann auch die Menge an Eis gemacht werden. Und wie viel musst du da am Tag liefern, nur dass ich mal eine Größenordnung bekomme, wenn du an Edeka oder an Rewe lieferst? Weiß ich auch nicht genau, aber im Moment sind wir eigentlich gerade so beschäftigt. das kommt auch auf die Menge dann an und ich muss mir das nochmal ein bisschen eine gute Strategie überlegen. Aber der Vorteil daran ist ja, dass die Saison jetzt ein bisschen nachlässt oder wie auch immer man sagen will. Und ich jetzt schon mal weiß, wie viel Zeit brauche ich für was und solche Sachen sind ja Sachen, die man vorher einfach nicht weiß und die man einfach annimmt und ich jetzt auch vielleicht die Chance habe, einfach nochmal ein bisschen nachzukalkulieren, auch die einzelnen Sorten, wie sind die Kosten wirklich bei Vanilleeis und weil man macht zwar am Anfang ein Rezept, aber ob das nachher auch so ankommt, was übrigens nicht so war, sondern ich musste da einfach mit der Vanille noch hochgehen und dann sind die Kosten einfach höher und dann, genau. Solche Sachen kommen jetzt noch. Ja, vor allen Dingen, als ich das mit dem wertschätzenden Produkt gelesen habe, da dachte ich mir, Wertschätzung für das Produkt ist das eine, aber auch der Preis sollte diese Wertschätzung widerspiegeln. Und es gibt ja zwei Richtungen, hart kostenbasiert oder eben wertebasiert. Wie bist du denn auf den Preis für dein Eis gekommen und ist es schon, bist du zufrieden mit dem Preis? Musst du da nochmal korrigieren? Wie bist du da vorgegangen? Ich glaube, ich werde schon noch zum Teil korrigieren. Er ist, glaube ich, jetzt schon sehr marktorientiert. Also was verlangen andere, die ein ähnliches Produkt machen? Oder ich habe auch mal geguckt, was sind die höherpreisigen Eise im Supermarkt? Wie sind da die Kosten? Oder wie kauft man das ein? Und habe mich eigentlich so orientiert und nicht so sehr, wie hoch sind meine Kosten, was brauche ich eigentlich alles, muss ich jetzt einfach nochmal genauer nachkalkulieren. Und ich denke auch vielleicht, ich habe auch nochmal, also den Ansatz, wie ich die Produkte einkaufe, nochmal verändert. Also wenn man Anfang neu in eine Branche kommt, kann man sich ja nicht auskennen, ist ja irgendwie klar. Und wo ich jetzt die Vanille herbekomme und die Schokolade fürs Schokoladeneis, das ändert sich einfach vielleicht auch nochmal. Also das sind ja zwei Sachen, die kann ich jetzt hier nicht anbauen. Und auch mit den Erdbeeren, dass ich da nochmal jemand finde, der mir die auch von hier macht und ich dann hier, von hier quasi irgendwie einfrieren kann. Und dann sind die Kosten einfach auch höher und dann ist das jetzt noch nicht der Endpreis. Ich werde das auf jeden Fall nochmal prüfen, sobald meine Kunden alles bereit sind. Ja, vielleicht ist es auch da eine Frage der Kommunikation. Ich meine, wenn man sich mal im Supermarkt die Preise von Ben & Jerry's und Häagen-Dazs ansieht, die sind sehr stolz. Und bei euch ist es so, ihr macht das alles selber in Eigenleistung. Es ist eure Milch. Man weiß, wo es herkommt. Du hast eine Geschichte zu erzählen, warum sollte ich für deinen Eisbecher nicht ebenso viel Geld zahlen wie für so ein Industrieeis einer riesengroßen Firma? Ja, definitiv, ja. Was sind deine nächsten großen Ziele, außer an Rewe zu verkaufen? Ja, so klein ist das Ziel ja nicht. Vielleicht wird es auch Edeka. Nee, was noch nicht ganz außen vor ist, ist Joghurt und Trinkmilch zu produzieren, was aber dann quasi im gleichen Raum gemacht wird. Also genau, das steht dann ein bisschen so in Konkurrenz mit dem Eis. Entweder man sagt, naja, dann mache ich einfach nicht so viel Eis, oder man sagt wirklich, wir machen nur Eis, die anderen Sachen lassen wir alle weg.
oder wollen wir nicht machen oder wie auch immer. Und wir steigern unsere Menge an Eis einfach noch so lange, bis unsere ganze Milch verbraucht ist, die unsere Kühe geben. Das wäre auf jeden Fall dann schon ein großer Schritt, würde ich sagen. Also baust du das dann quasi zur Eisgroßproduktion um? Ich weiß nicht, ob es dann eine richtige Großproduktion ist, aber auf jeden Fall größer wie jetzt. Und man könnte auch, also ich habe auch noch vielleicht ein paar Ideen für die Direktvermarktung, wie man die noch ein bisschen umstrukturieren kann, aber irgendwie sind die noch nicht ganz ausgereift. Ja, hast du jetzt schon das Gefühl, dass der Umbau zu klein angelegt war und dass für deine ganzen Ideen eigentlich viel mehr Platz hätte da sein müssen? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, meine Heimatstadt weiß noch nicht, wie viel Baugenehmigungen sie von mir noch kriegt. Okay. Nein, aber tatsächlich, ich finde es eigentlich voll super und ich glaube, das ist mir erst so jetzt auch so klar, dass ich auch schon, also ich habe mal, irgendeiner meiner Professoren hat mal gesagt, sie werden nicht für ihre Arbeit bezahlt, sondern für ihre Ideen oder so. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ich habe das nie eine gute Idee. Und irgendwann habe ich aber dann doch gemerkt, dass man vielleicht doch manchmal gute Ideen hat. Genau. Und die kann ich halt echt auch also ich kann da, also ich bin ja nicht an einen Chef sein Ja oder Nein gebunden. Also doch, ich habe, mein Papa ist auch irgendwie schon mein Chef, also den kann ich nicht ganz außen vor lassen. Aber das ist ja nicht dasselbe wie als Arbeitnehmer. Da, ich glaube, so als Arbeitnehmer bin ich, glaube ein bisschen stressig. Weil ich jeden zweiten Tag so sage, können wir das nicht anders machen? Ich habe mir überlegt, das geht anders viel besser. Und dann denken wir wahrscheinlich auch so jeden zweiten Tag, ja, Frau Zwicker, aber da müssen wir die ganze Bude umstellen. Das ist jetzt nicht gut. Hat sich dein Papa schon an deinen Tatendrang und deinen Ideenreichtum gewöhnt? Ich glaube, der ignoriert das manchmal. Hast du vor, noch so eine total verrückte Eissorte zu machen? Was weiß ich, Gurke, Olive, Makrele, Terpentin, Vanille oder ähnliches? So eine Kombination. Also ich glaube, so eine Kombination wird es jetzt nicht geben, aber zum Beispiel Gurkeneis, warum nicht? Also ich glaube, davon lebe ich schon so ein bisschen, dass mir jetzt heute einfällt, morgen ist Orangeneis cool und ich dann Orangeneis mache und das dann, ja, und die Leute dann kommen, weil es Orangeneis gibt. Das freut mich dann. Das ist halt was, was mir gefällt. Und deswegen würde ich niemals eine Sorte ausschließen, obwohl ich ehrlich gesagt beim Kürbiseis aus skeptisch war. Keine Frage. Aber ich würde niemals eine Sorte ausschließen. Liebe Ina, wir kommen zum Schluss des Gesprächs und es hat sich so eingebürgert, dass wir unsere Interviewpartnerinnen um ein Fazit und ein Resümee der letzten Jahre bitten, aber auch um einen Ausblick und das würde ich dich jetzt auch gerne bitten. Ja, ich würde sagen, das große Resümee ist einfach mal machen und ja, nicht alles läuft immer so hervorragend, wie man sich das gedacht hat, aber ich glaube, wenn man es zumindest zu Ende gedacht hat und nicht nur den Anfang, dann wird es trotzdem gut. Liebe Ina, ich danke dir ganz herzlich für dieses inspirierende Gespräch über hochwertigen Fleckvieh-Content, Baugenehmigungen und über das Projekt, dein Projekt, Inas Eis. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Ina und Inas Eis findest du am Rosswälder Milchhäusle. Genug gehört für heute. Bis zum nächsten Mal bei Mutig und Klug fragen.